Susanne Brändle in ihrem Hausflur. Ein langer Altbaugang mit hohen Wänden, die in einem knalligen Rot leuchten. Trotzdem ist die Dekokünstlerin noch nicht ganz zufrieden und will an der Decke noch einmal Hand anlegen. Zunächst heißt es aber, genau Maß nehmen. Ich habe die Wände hier im Hausgang neu gestrichen und das Rostrot, das gefällt mir schon so richtig gut, weil da diese alten Türstücke so schön zur Geltung kommen. Das einzig Hässliche an diesem ganz schmalen und riesig langen und ewig hohen Gang ist wirklich nur noch diese scheußliche Decke. Da sind alte Kabel, die Birnen sind auch so scheußlich provisorisch an der Decke befestigt und das zu renovieren wäre wirklich eine Menge Arbeit und so hoch muss die Decke gar nicht sein und deswegen glaube ich, mit einem Himmel aus Stoff wird das Ganze viel wohnlicher und gemütlicher und verleiht dem Raum noch einen ganz besonderen Touch. Problemfall Decke gelöst. Mit einem Stoffhimmel, der über Bambusstangen liegt, in einem halben Tag selbst gemacht. Für meinen Himmel im Flur habe ich mir jede Menge weißen Stoff besorgt und dann noch etwas farbigen Stoff für die Verzierung. Und ganz wichtig für die Verzierung, dieses doppelseitige Klebevlies. Das wird mir nämlich eine Menge Arbeit sparen. Dann muss ich den ganzen Stoff aufhängen und dafür habe ich mir dickes Bambusrohr gekauft. Und um das Bambusrohr an der Wand zu befestigen, gäbe es diese Kleiderstangenhalterungen hier. Aber da die recht teuer sind, mache ich mir einfach Aufhänger selbst. Als erstes sägt Biene die Bambusstangen auf die Breite des Flurs zurecht. Aber Vorsicht, gerade die Breite eines Altbauflurs kann teilweise bis zu 10 cm schwanken. Messen Sie daher an allen Stellen nach, an denen Sie eine Stange befestigen wollen. Circa alle 90 cm sollten Sie eine Stange einplanen. Statt Kleiderstangenhalterungen zu kaufen, macht Biene diese einfach selbst. Das ist nicht nur günstiger, sie sehen in ihrem Gang auch noch viel besser aus. Skizzieren Sie dafür auf ein rechteckiges Holzbrett einige Quadrate. Ein Quadrat sollte ein Seitenmaß von ca. 12 cm haben und die Halterungen für eine Stange ergeben. Mit Hilfe eines sogenannten Forstnerbohrers bohren Sie ein Loch in die Mitte der Quadrate. Den genauen Mittelpunkt bekommen Sie durch zwei Diagonalen. Achten Sie aber darauf, dass die Löcher groß genug für die Bambusstangen sind, also genau hinschauen. Zuletzt sägt Biene die Quadrate an den gezogenen Diagonalen auseinander und hat die perfekten Halterungen. Meine Stangenhalterungen sind fertig. Jetzt kann ich die Stangen perfekt einlegen. Und damit sie schöner aussehen, werde ich sie jetzt einfach noch weiß bemalen. Und damit ich sie leichter an der Wand befestigen kann, bohre ich ganz einfach zwei Löcher vor. Mit zwei kleinen Löchern in den Halterungen lassen sich die Schrauben später wesentlich leichter durch das Holz und in die Wand drehen, egal ob Sie mit oder ohne Dübel arbeiten. Passend zu den Türen in Ihrem Flur hat sich Biene für weiße Halterungen entschieden. Acrylfarbe bekommen Sie in Baumärkten jedoch in den unterschiedlichsten Tönen. Sicher auch die richtige Farbe für Ihren Flur. Jetzt schnappe ich mir meine 8 Meter Stoff, um an beiden Enden eine Schlaufe zu nähen. Da werde ich dann die Bambusrohre reinstecken und dann kann ich den Stoff gut an der Decke aufhängen. Obwohl Bienes Flur nur 6 Meter lang ist, hat sie sich 8 Meter einfachen Baumwollstoff besorgt. Der Stoffhimmel soll später schließlich nicht gespannt, sondern wellenartig unter der Decke hängen. Die Schlaufen an den beiden Enden des Stoffs sind für die erste und die letzte Stange. An ihnen hängt die gesamte Stoffbahn. Über die restlichen Bambusrohre legt Biene den Stoff nur. Ich möchte meinen großen Stoffhimmel mit bunten Blättern verzieren. Und damit ich die Blätter nicht umständlich aufnähen muss, klebe ich sie einfach. Und dafür gibt es dieses doppelseitige Klebevlies. Der laufende Meter doppelseitiges Klebevlies kostet im Bastelladen rund 3 Euro. Eine Investition, die sich aber auf jeden Fall lohnt. Denn Nadel und Faden werden so absolut überflüssig und zeitaufwendige Nähereien entfallen. Schneiden Sie sich das Vlies in einzelne Teile, die Sie auf den bunten Stoff für die Blätter aufbügeln. Für diese hat sich Biene besonders dünnen, lichtdurchlässigen Stoff besorgt. Der Stoffhimmel soll später schließlich nicht verdunkeln, sondern für eine angenehme, indirekte Beleuchtung sorgen. Bevor Biene den Stoff ausschneidet, skizziert sie sich die Blätter mit Bleistift auf dem Klebevlies vor. Bereiten Sie sich genügend Blätter vor, um den Stoffhimmel gleichmäßig zu verzieren. Um die Blätter plastischer wirken zu lassen, gestaltet sie Biene zweifarbig. Dafür schneidet sie einfach eine weitere, aber etwas kleinere Stoffschicht zurecht. Der passende Stiel kommt außerdem dazu. Um die Blätter nun auf die Stoffbahn aufzubringen, ziehen Sie einfach die Schutzfolie von der Klebeschicht. Die einzelnen Teile können Sie nun beliebig auf dem Stoffhimmel verteilen und aufbügeln.
Möchten Sie die Blätter direkt unter einer Lampe positionieren, sollten Sie vor dem Aufbügeln kurz nachmessen, ob Sie sich für die richtige Stelle entschieden haben. Wenn Ihr Bügeleisen über eine automatische Dampffunktion verfügt, schalten Sie sie vorher am besten aus. So, mein Stoffhimmel ist fertig. Ich habe alle meine Blätter aufgebügelt und jetzt muss ich nur noch die Halterungen an die Wand montieren und dann geht's ans Aufhängen. Das Mauerwerk in Bienes Flur ist bereits sehr alt und dadurch recht porös. Würde man hier Dübel setzen, könnte der Putz um das Loch herausbrechen. Deshalb dreht Biene die Schrauben direkt in den weichen Putz. Die selbstgebauten Halterungen kommen alle 90 cm an die Wand. Auf beide Seiten je eine. Der Abstand zur Decke sollte dabei rund 30 cm betragen. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung aber zuerst die Lampen in Ihrem Flur. Der Stoffhimmel darf auf keinen Fall zu nah an einer Glühbirne hängen. Ist der Abstand zu gering, besteht höchste Brandgefahr. Stecken Sie nun zwei Bambusstangen in die beiden genähten Schlaufen des Stoffhimmels und hängen Sie ihn in die ersten zwei Halterungen. Alle weiteren Stangen können Sie jetzt ganz leicht von unten einhängen. Den Stoff lassen Sie dabei am besten gleich über die Bambusrohre gleiten. So müssen Sie ihn später nicht umständlich über jede Stange einzeln legen. Stoffwelle für Stoffwelle, bis die unschöne Decke verschwunden ist. So, mein Himmel im Flur, der hängt. Und jetzt muss ich die einzelnen Wellen nur noch ausrichten, damit sie auch schön gleichmäßig durchhängen. Aber jetzt ist zum Glück keine Spur mehr von der hässlichen Decke und von den scheußlichen Lampen zu sehen. Und jetzt kann ich mich richtig wohlfühlen, wenn ich reinkomme. Und ich finde gerade diese schönen Blätter, die machen den Flur zu was richtig Besonderem.